Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Wir befinden uns gerade im Palast der Urquelle und versuchen uns hier so durchzuschlagen. Sind jetzt gerade allerdings einmal doof gestorben. Oh Gott. Ach, jetzt bin ich ja doch wieder hier. Eigentlich. Was, wenn sie einen mit so einem Ball erwischen, ist das Instant Kill, egal wie viel Leben ich habe. Das ist ja auch schon wieder dezent übertrieben, oder? Oh, ey, Leute, ernsthaft? Komplett tot. Ich habe doch auch einen Todesstoß gelandet. Okay, jetzt muss ich mir irgendwie noch einen Weg überlegen, wie ich möglichst schnell da hinten zu diesem anderen Wegpunkt hinkomme, ohne 5 Millionen Gegner auf mich zu ziehen. Vielleicht einfach hier unten lang. Und mal gucken, ob ich von hier aus gleich wieder irgendwo hochkomme. Ja, hier ist jetzt schon mal ein Gebiet, was ich vorhin von da oben gesehen habe, nämlich mit diesen ganzen Leuchtkügelchen. Ach, weil hier auch wieder ein Shishimen-Krieger rumsteht zum zweiten Mal. Ich wusste es doch. Ja, da unten steht er. Und er schießt sein ganzes Gedöns auf mich. Können wir diesen Kampf mal bitte abbrechen? Ich will doch eigentlich nur hier rauf. So, danke schön. Und jetzt mache ich einfach mal die Tür da oben auf. So, ich hoffe... okay, es kann von dieser Seite eh nicht geöffnet werden. Gut, jetzt bin ich ungefähr da, wo ich hin wollte. Okay. So, ich weiß nur noch nicht, was die beste Herangehensweise für die ist. Ob ich mich von den... an denen ganz vorbeischleichen kann und diesen Elektrotypen einfach von hinten meucheln kann. Vielleicht sieht er mich nicht, wenn ich mich schnell genug vorbeischleiche. Okay, die Hoffnung hat sich leider nicht bestätigt. Gott, ey. Das ist doch schon wieder große Kacke hier. Okay, andere Herangehensweise. Einmal zum Wegpunkt durchlaufen. Und rasten. Okay, jetzt sind Gegner zu nah dran, aber ich habe den Wegpunkt. Dann kann ich immerhin vielleicht den Typen das nächste Mal von hinten umbringen. Okay, einer ist hier so ein bisschen isoliert. Schafft es natürlich auch, mich zweimal zu treffen. Ich werde noch von hinten mit Pfeilen beschossen. Kann das sein schon wieder? Ja, natürlich. Aber jetzt müsste ich immerhin an einem anderen Wegpunkt da hinten starten. So, ich fände es cool, wenn du jetzt einfach mal mit dem Rücken da stehen bleibst. Ich weiß gar nicht, ob es mir irgendwas bringt. Ah, hätte ich vielleicht doch ein bisschen schneller sein müssen. Oh, lass mich hier weg. Ey, also das ist doch schon wieder ein Witz hier, oder? Was soll das?
sterbe einmal und versuche diesmal einfach schneller an den Typen ranzurennen und gucken, ob ich ihn dann gemeuchelt bekomme. Aber selbst dann, selbst wenn der Blitztyp nicht da ist, sind die anderen Gegner, alle vier auf einmal, doch immer noch eine Riesenherausforderung. Da hinten ist auf jeden Fall der Typ auf dem Baum, der immer die Blitze verschießt. Nein, lasst mich hier raus! So. Ach komm, ja. Schießt mich wieder alle von hinten an. Ist überhaupt kein Thema. Bin mir ja nicht so sicher, was das hier wirklich soll. Ohne Witz. Irgendwie 10 Gegner auf einmal. Von der nicht einfachsten Sorte. Oh Gott. Wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Ich meine, die stehen da ja zwischen irgendwie so komischen Dingern zwischen. Vielleicht gehe ich doch erstmal auf den Baum und gucke, ob ich da vielleicht irgendwie einen Blitz zurückschießen kann oder so. Also sowas verstehe ich nicht. Jo, du kommst auch noch. So, meine Dinger sind wieder freigeschaltet, aber leider nicht voll. So, die beiden Bogenschützen sind ja zumindest auch mal vorher ausgeschaltet. So, da hätten wir schon mal einen. Lasst mich hier durch! Lasst mich hier weg, verdammt! Oh Mann, ey. So, noch ein. Jetzt lichtet sich das Feld hier doch langsam. So, und jetzt bleibst nur noch du übrig. Was hüpfst du denn hier denn so dämlich rum? Du willst auch den Tod, oder? Meine Fresse, ey. Ein Drachen. Ja, von dem kriege ich noch einen Zakel. Ist mir schon klar, dass ihr hier erstmal Besäufnis gefeiert habt. So, jetzt hätten wir diese Plattform wenigstens einmal leergeräumt, auch wenn hier natürlich kein richtiger Boss oder sonst was drauf gewesen ist. Nerven gekostet hat es trotzdem irgendwie und ich frage mich auch nach wie vor, was das soll. Und warum da unten schon wieder ein Boss in der Ecke steht. Also jeder Mini-Boss wurde ja quasi zweimal verwertet. Und das hier ist definitiv die Stelle, von der die Blitze verschossen werden. Genau, und hier ist auch ein Boss drauf, das dachte ich mir fast schon. Wow. Ach so. Ach Gott. Der Fußballspieler hier ist der Boss, oder was?
So, was ich jetzt erstmal auch mache, ist mir mal so eine A-Leber reinziehen. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. A-Leber. Reduziert deutlich den Schaden von Blitzangriffen. Ja, wenn es mir nicht abgebrochen wird. Und ich kann nicht aufstehen. Sehr seltsames Gebiet hier auf jeden Fall. Ich bin immer noch schockiert von dieser Stelle mit den 5 Typen und den 2 Bogenschützen im Hintergrund da. Wir nehmen mal statt Öl die A-Leber. Mann, man soll doch irgendwie springen und das zurückschießen können, oder? Okay, aber wenn man einmal da ist, ist das anscheinend auch schnell erledigt hier. Und jetzt kann ich anscheinend auch ins Wasser da unten. Juhu! Ein riesiges Unterwassergebiet mit ein paar Fischis und keine Ahnung was. Und einen Glücksfischi habe ich da auch schon gesehen, der mir irgendwie so eine Karpfendingens hier hinterlassen soll. So. Ja, es ist wirklich groß hier. Hier steht anscheinend noch eine versunkene Stadt auf dem Grund. Keine Ahnung, hier kann man bestimmt... Oh Gott, hier ist der Bosskampf drin. Wenn ich in diese Höhle hier reinschwimme, wahrscheinlich. Ich schaue mir erstmal den Rest des Sees hier noch ein bisschen an. Irgendwelche Sachen gibt es hier doch immer zu finden. Und noch so ein Schatzkarpfen oder sowas. Ich muss gleich noch... Ich weiß gar nicht... ich müsste eigentlich noch mal gucken, was ich mit den ganzen Schuppen machen kann. Ich meine, bei dem einen Händler, da war doch gar nicht mehr so viel Weltbewegendes, oder? Leuchtet da auch noch was? Oder was ist das? Ja, sieht so aus. Aber ich schätze mal, primär ist das hier wirklich für die Schatzkarpfen gemacht und für den einen Bosskampf, der da wahrscheinlich irgendwann folgen wird. Und noch ein Kopfloser! Ist das euer Ernst? Hä? Welcher ist denn hier der Kopflose? Sind hier 2 Kopflose, oder was? Ey, jetzt stehen hier 2 rum, oder wie habe ich das zu verstehen? Ey, das Spiel wird echt immer garstiger, das gibt's ja gar nicht. Na gut, ich nutze die Gelegenheit, mich hier rechts auch nochmal ein bisschen umzuschauen erstmal. Jede Menge normale Fische. Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren.
Ein roter Klumpen. Lecker, lecker. Ach, hier ist immer noch so einer drin. Warum wechselt das Ziel? Ich wollte nicht das Ziel wechseln. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen Abstand gewinnen. Oh, lebt immer noch einer. Und da ist er, der Schatzkarpfen. Aber er ist schon wieder verschwunden. Dann warten wir noch mal kurz, bis der auftaucht. Da ist er. Und noch eine Schatzkarpfenschuppe. So, hier unten fing gleich der doppelte Bosskampf quasi an. Aber ich hole mir schon mal die leuchtenden Dinger da hinten. Und eine Schatztruhe steht hier auch noch rum. Schatzkarpfenschuppe. Ja, das ist immer der Vorteil, wenn man gerade am Looten ist oder sonst was. Sind einem solche Sachen relativ egal. Und noch eine Gebetsperle. Da leuchtet auch noch was. Ein leichter Geldbeutel. Leichte Beute. Easy Money. Achso, ich wollte gerade sagen, was leuchtet denn da noch so rum? Aber das war der Mond. Noch ein Schatzkarpfen. Mein Gott, wie viele Schatzkarpfenschuppen habe ich denn jetzt gerade hier eingesammelt? Insgesamt 6 oder 7 oder so, kann das sein? Und da ist noch einer. Wie viel gibt's denn? Also wäre auch echt spannend zu wissen, wie viel es davon insgesamt gibt in diesem Spiel. Magnetitschrott und ein leichter Geldbeutel. So, vielleicht, schade. Ich hab gedacht, wenn man hier so rausspringt, ob man dann vielleicht da dran kommt, aber auch das geht nicht so richtig. Obwohl, von hier aus komme ich ja dran, das hat mir gar nichts gebracht. Weil ich komme nach wie vor nicht da oben dran. Hoppla, das wollte ich jetzt nicht. Aber gut, wenn es hier aus dem Wasser rausgeht, dann sehe ich auch immer noch nicht, wie ich in diesen Raum da reinkomme. Wenn, müsste es hier ja irgendwo mal einen Eingang geben, dass ich dann unter den Felsen hier durchtauchen kann, oder? Mit einem etwas längeren Tunnel. Aber bisher habe ich noch nichts in der Richtung gesehen. Ich frage mich jetzt, was ich mit den beiden Heinis da unten mache und dem dicken Fisch. Also eigentlich stehen hier mehrere Bosse auf dem Programm, ja? Die beiden Heinis hier unten, der dicke Fisch und der Shishinum oder wie der auch immer heißt, Krieger. Beruhigungsmittel ist auf jeden Fall gut für die und vielleicht brauche ich auch göttliches Konfetti. Weil ich glaube, der zweite, der da steht, das ist doch, der ist auch so ein Schemenhafter gewesen, oder? Und ich kann hier unten kein Beruhigungsmittel einsetzen. Prima. Kann ich denn göttliches Konfetti einsetzen? Auch nicht.
Ey, was soll man denn hier großartig machen? Sich Heilung en masse reinsaufen und einfach draufprügeln. Okay, der hier hatte nicht so viel Leben, der Schemenhafte. Ich habe, glaube ich, irgendwie insgesamt 2-3 Stärke gelandet und er war schon so gut wie tot. Aber trotzdem, ich sterbe natürlich mindestens genauso schnell. Was nicht gerade vorteilhaft ist. So, tauch mal ab, mein Junge. Und die Sachen kann ich unter Wasser echt nicht einsetzen. Prima. Nichtsdestotrotz, der Schemenhafte da schien mir sehr wenig Leben zu haben. Hängen die zusammen? Ich weiß es gar nicht. So, damit hätten wir schon mal diesen hier. Jo, der hat mich getötet. Lass mich weg. Geh weg. Nein, lass mich los. Ach, die Kügelchen kann ich auch nicht einsetzen. Prima. Puh. Okay, einmal hin, einmal draufschlagen. Muss reichen. Und das einfach so zu Ende bringen. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch so gemacht. So, halb haben wir ihn schon. Upsala. Oh nein! Nein, nicht ins Grauen, bitte. Grauen wäre übel. Grauen Insta-Death gerade. Nein! Ich hoffe mal, der zweite ist nicht wieder da. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Klasse, direkt mal falsch aufgekommen. Doch, die gehören zusammen. Der zweite ist auch wieder da. Okay, um den muss ich mich auf jeden Fall zuerst kümmern. Fuck, ich hab's mir fast schon gedacht. Nein! Okay, aber der ist tot. Hoffe ich. Nein, er hat es tatsächlich noch geschafft, mich vorher umzubringen. Ey, so ein Dreck. Was ist das denn schon wieder für ein verdammter Kampf, ey? Okay. Sollte aber eigentlich machbar sein. Wenn der erste weg ist, sollte es echt machbar sein.
eklig ist halt nur die Kombi, wenn beide da sind. Und ich habe auch keinen guten Weg, um da mal gescheit ranzuschwimmen. Ich komme immer aus dieser Richtung. Oh Gott, Gott, irgendwelche Strahlen haben mich schon wieder von dem anderen da eingeholt. Mensch! So, einmal den richtigen Moment abgewartet. So, ich kann mich zur Not auch nochmal wiederbeleben. Okay. Ich wollte mich ein bisschen beschränken, aber ein Treffer war natürlich ein bisschen sehr wenig. Ja, die Strahlen waren auch schon beim letzten Mal nervig. Da muss man einfach mal warten, bis die weggehen, auch wenn er so dreimal hintereinander schießt. Gut. Ja, mach du mal deine Strahlen. So, noch einmal Leben schlucken und dann sollte der auch erledigt sein. Mann, 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 ey. Yasharikus Geiststurz. Gefallener, kopfloser Geist von Yashariku. Opfere kurz deine maximale Vitalität und Haltung, um deine Angriffskraft immens ansteigen zu lassen. Nein, danke. So, das war mal Boss oder Miniboss Nummer 1. Miniboss Nummer 2 war dieser komische Fisch in dieser Höhle drin. Oh, Kämpfe unter Wasser hasse ich ja wie die Pest, muss ich sagen. Sowohl in solchen Spielen als auch in Jump'n'Runs oder sonst was. Aber egal. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Wo war denn diese Höhle von diesem Fisch nochmal? Wo war die Höhle von diesem Fisch? Ich könnte doch schwören, der ist doch... War die sogar so weit oben? Ist er nicht hier irgendwo vor mir aufgetaucht? Es gibt diese Höhle nicht mehr. Fischi! Euch Fischis meinte ich nicht, aber... Ey, ich glaub's nicht, dass ich diese Höhle jetzt nicht wiederfinde. Ah doch, hier war sie. In einer anderen kleinen Kuhle versteckt. Dann schwimmen wir jetzt mal hier rein und gucken, was hier passiert. Hier schwimmt auf jeden Fall dieser Riesenfisch drin rum. Leistet er Gegenwehr oder kann ich einfach drauf? Was war das denn jetzt schon wieder? Eine One-Hit von diesem Riesenfisch oder was? Aber er selber ist nicht tot. Er stellt sich nur tot.
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, wenn ich hier an dem rumdoktor. Es macht mir ehrlich gesagt nicht so den Eindruck. Und wenn er mich so trifft, one-hittet er mich. Sauber. Also gut. Ja, das hat relativ viele Fäule-Essenzen gegeben. Vielleicht könnte ich irgendwann mal die ganzen Typen auch wieder von der Drachenfäule befreien. Nichtsdestotrotz, erst muss ich diesen Fisch da unten besiegen. Das werden wir aber beim nächsten Mal tun. Ich sag an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.